Die US-Bahn wirft ihre Schatten bereits voraus. Und wenn man in die Vergangenheit blickt, dann sieht man, dass eben diese US-Wahl in Wahljahren der entscheidende Trigger in den Monaten vor dieser Wahl sein wird. Und die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht gering, dass wir schon Anfang September wissen, wer der US-Präsident wird, ob es Donald Trump bleibt oder eben doch Joe Biden wird. Und das ist vielleicht jetzt eben der entscheidende Trigger für die Bewegungen in den nächsten Wochen und Monaten. Und das wollen wir uns mal anschauen, meine Damen und Herren. Hier sehen Sie eine Grafik, die zeigt, wie stark die Kursabweichung ist, wenn die oppositionelle Partei die US-Wahl gewinnt. Also in dem Fall wären das die Demokraten. Das ist diese dunkelblaue Linie. Da sehen wir, da geht es dann im Spätsommer meistens oder durchschnittlich ziemlich deutlich nach unten, schlichtweg deshalb, weil man nicht genau weiß, ja, was erwartet uns da. Und das gilt umso mehr jetzt für Joe Biden und die US-Demokraten, denn wir haben ja mit Donald Trump einen Verfechter der Wall Street-Elite, der sagt, ja, wir müssen die Unternehmenssteuern senken, wir müssen deregulieren, dann wird alles gut, dann haben wir automatisch Wirtschaftswachstum. Das ist die Paradeideologie letztendlich der Republikaner. Die Demokraten sagen das Gegenteil, nein, hier müsse praktisch eine Umverteilung stattfinden. Jenseits der Frage, was besser ist, ist auf jeden Fall das marktrelevant. Und wir sehen, wenn die Märkte davon ausgehen, dass der bestehende US-Präsident oder die Partei des bestehenden Präsidenten im Amt bleibt, dann geht es eigentlich ungebrochen weiter nach oben, auch im Herbst und dann in die Wahl hinein. Danach steigen die Aktienmärkte historisch sowieso, weil dann wahrscheinlich klar ist, okay, erstens, wir haben mit Sicherheit, wie es weitergeht, wenn der bestehende Präsident oder die Präsidentin, sollte das mal der Fall sein, dann gewählt ist. Oder wenn eben dann die Oppositionspartei den Präsidenten stellt, dann sagt man sich, okay, so schlimm ist das gar nicht, wie wir das gedacht haben. Der will ja auch erstmal ein bisschen Beliebtheit gewinnen, alles nicht so schlimm und dann steigen die Märkte eben auch. Das heißt aber eben, dass jetzt in diesen Sommermonaten und vor allem dann im Frühherbst, im September, dann eben schon ziemlich klar sein wird, wo die Richtung hinlaufen wird. Und Donald ist ein bisschen unter Druck, das sieht man an solchen Tweets hier, wo er sich bezieht auf Umfragen der New York Times, aber auch von Fox, eigentlich sein Haussender, ja. Aber die erdreisten sich hier, Umfragen zu präsentieren, die ihn derzeit nicht vorne sehen. Und alle Umfragen, die ihn nicht vorne sehen, sind per se schon mal Fake News. Das muss man natürlich wissen, denn sonst würden sie ihn ja vorne sehen, wenn sie echte Umfragen wären. Jedenfalls ist das sozusagen bei Trump durchaus nicht vorbeigegangen. Er schießt immer mehr gegen Joe Biden. Also das wird jetzt eine Geschichte, die sich immer mehr aufspult, die immer mehr die Aktienmärkte durchaus stark beeinflussen wird. Diese Umfragen, die in den nächsten Tagen und Wochen kommen, die werden sehr, sehr wichtig. Heute wichtig, neuer Optimismus. Das heißt hier zum Beispiel in einer Meldung, ja, Stimulushoffnungen, Hoffnungen, dass die Wirtschaft sich erholt, sein Auslöser der Bewegung heute nach oben. Ich habe damit meine Schwierigkeiten. Ich denke, es ist ziemlich simpel. Wir waren am Freitag doch ziemlich überverkauft in den Märkten und wir sehen jetzt eine technische Gegenreaktion. Noch ist nicht klar, ob wir uns jetzt wieder in einem irgendwie gearteten Aufwärtstrend befinden, der zuletzt ja noch gebrochen war oder zumindest angeknackst war, oder ob das eben nur eine technische Reaktion ist, die wir hier sehen. Und der zweite Grund, neben Stimulus und Rebound-Hoffnungen, waren dann eben die Zahlen aus Kalifornien, die weniger stark sind, aus Florida, sorry, in Sachen Coronavirus, die weniger stark gestiegen sind als zuletzt. Und das hat der Markt als Anlass genommen, dann nochmal mit nach oben zu gehen, weil man sich gesagt hat, naja, alles nicht so schlimm. Das Problem ist nur am Wochenende, und die Zahlen stammen ja vom Sonntag, gehen die Zahlen immer runter, weil schlichtweg weniger getestet wird, weil weniger Stellen offen sind, die sich um solche Dinge kümmern. Das kann man in den Charts wunderbar sehen. Also besonders aussagekräftig ist das an einem Montag nicht so. Innerhalb der Woche, ab morgen, wird es dann aussagekräftiger, weil schlichtweg dann eben die gesamten Ämter am Start sind, mehr Ärzte offen haben, etc. etc. Dann wird sich wieder mehr Klarheit geben. Insgesamt sehen wir, dass die Amerikaner nach wie vor ein Problem haben im Vergleich zu Europa, Kanada oder auch Japan. Da ist eben diese Corona-Krise nicht in den Griff zu bekommen bislang. Florida will jetzt Strände sperren am Wochenende um den Unabhängigkeitstag herum, der ja am 4. Juli ist. Und die Frage ist, kann sich die US-Wirtschaft, auch das eben eine entscheidende Frage für die Aktienmärkte, kann sich die US-Wirtschaft erholen, ja oder nein? Und hier sehen wir zum Beispiel mal eine Yelp-Statistik. Da wurde
mal analysiert, ja, wie viele Unternehmen aus welchem Sektor werden denn partiell oder sind vorübergehend geschlossen und wie viele sind permanent geschlossen. Und dann sehen wir, dass zum Beispiel im Shopping und Retail, also Shoppen und Einzelhandel insgesamt, 35% der Unternehmen dauerhaft schließen werden. Bei Restaurants ist es sogar knapp über die Hälfte. Bei anderen Sektoren ist es weniger. Aber wie kann da eine V-Erholung kommen, wenn eben die Leute, naja, wenn die Geschäfte schließen, wenn sozusagen hier ein Massensterben ist, das dann zu Massenarbeitslosigkeit auch führen wird, das ist momentan noch nicht so klar. Und in den vergangenen Jahren, wie das besonders hier zeigt, war es eben so, dass wir schon eine gewisse Übereinstimmung hatten tendenziell zwischen Unternehmensgewinnen und Aktienkursen. Diese Übereinstimmung ist jetzt leicht konterkariert. Der Notenbank sei Dank, die Liquidität ins System pumpt. Aber die Situation ist jetzt die, dass wir in den USA eine dramatische Situation vorfinden. Da sind nämlich 52% der Amerikaner sind nur beschäftigt, 48 oder gut 47% sind nicht beschäftigt, alle Erwachsenen, da sind auch, keine Ahnung, Hausfrauen dabei, Leute, die in irgendeiner Form eben nicht wirklich nach Arbeit suchen. Jedenfalls ist diese Quote so niedrig wie nicht einmal in den frühen 1950er Jahren. Also da sehen wir, da hat sich einiges getan. Das wird nicht so schnell vorbeigehen. Das ist eine Geschichte, die lange andauern wird. Und diese Geschichte hat auch damit zu tun, dass die USA eben sich gewandelt haben in den 1980er Jahren, vor allem in eine Dienstleistungsgesellschaft. Und die Dienstleistungsgesellschaften tendieren dazu, größere Defizite aufzubauen, Haushaltsdefizite. Und das tun die Amerikaner ja sehr fleißig. Um und bei 24% des BIP dürfte im zweiten Quartal die negative Haushaltsleistung liegen. Also man verschuldet sich extrem leicht über Maastricht mit minus 3%. Jedenfalls ist diese Dominanz des Dienstleistungssektors eben gerade in einer solchen Gesundheitskrise besonders dramatisch, weil diese Jobs, die praktisch von Angesicht zu Angesicht funktionieren, eben jetzt teilweise weggefallen sind. Und insgesamt muss man sagen, dass der Dollar handelsgewichtet so teuer ist wie seit den 80er Jahren nicht mehr, nämlich genau seit 1985. Der Dollar insgesamt ist zu teuer, zumal angesichts der Verschuldung und dem Gelddrucken, das die Fed macht. Aber das wird sich vielleicht erst in den nächsten Jahren mal so richtig rauskristallisieren, dass das eine sehr gute Verkaufsgelegenheit war, möglicherweise zum US-Dollar. Aber es ist eben teilweise die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ist der Euro so toll? Naja, vielleicht ein bisschen solider. Zumindest hat heute BlackRock gesagt, naja, europäische Aktien, die sind interessant, weil die Europäer eben früher aus dieser Corona-Krise rauskommen, dadurch die Wirtschaft sich besser erholen kann. Das könnte durchaus ein Punkt sein. Aber kommen wir nochmal zurück zu den USA. Da sehen wir, dass zwar die Aktienmärkte gar nicht eine so große Schwankungsbreite hatten, aber die Optionsvolumina waren so groß wie noch nie in der Geschichte der Wall Street. Also hier wird wahnsinnig viel gewettet über Optionen. Das ist sozusagen der Treiber, einer der zentralen Treiber der Märkte insgesamt, dass gar nicht mal das Aktienvolumen unbedingt so hoch sein muss, aber das Optionsvolumen ist sozusagen durchaus ein massiver Treiber. Und was wir hier sehen, das ist die Differenz zwischen dem DAX und dem heute veröffentlichten Einkaufsmanager-Index Dienstleistungen aus der Eurozone. Ja, da sehen wir, wenn Sie das hier mal gucken, so eine kleine Erholung, aber das ist für mich nur ein mäßig ausgeprägtes V. Es gibt ja Vs überall. Also hier, das ist natürlich ein klares V, nicht V, sondern V. Das muss aber noch ein bisschen klarer werden, damit die Wirtschaft wird sich V-mäßig erholen, Theorie auch wirklich irgendwann hinhaut. Ich habe an ihr so gewisse Zweifel. Jedenfalls sehen wir hier, dass die Inflation anzieht in Deutschland. Überraschenderweise deutlich stärker gestiegen. 0,9% gegenüber 0,6% plus. Grundsätzlich ist ja zu hinterfragen, ob überhaupt dieser Währungskorb, der hinter der Inflationsberechnung steht, überhaupt noch tauglich ist. Stammt aus den 1980er Jahren. Das war damals noch irgendwie eine andere Welt. Interessant auch, dass man hier konstatieren muss, dass mit niedrigen Zinsen, wie hier Dirk Schumanns bei Finanzmarktwelt geschrieben hat, noch lange nicht eben Wirtschaft stimuliert wird, weil die Leute diese niedrigen Zinsen meistens nutzen, um sich zu entschulden. Entweder die Privatleute oder die Unternehmen, zum Beispiel in Polen war das so. Da haben sich die Privatleute mit niedrigeren Zinsen massiv verschuldet, aber die Unternehmen entschuldet, während es in Japan genau andersrum ist. Da jedenfalls haben die Konsumenten das zum Schuldenabbau genutzt. Und abschließend noch ein richtig guter Witz. Kennen Sie den Herrn Marsalek von Wirecard?
nur flüchtig. Da ist was dran, hieß er zunächst, er wolle sich irgendwie stellen oder wolle Auskunft geben. Dann hieß es, nein, er versteckt sich lieber. Die Wirecard-Aktie heute mit dem stärksten Anstieg eines jemals im DAX gelisteten Konzerns. Über 200%, zwischenzeitlich Übernahmegerüchte von dem, was da an Wirecard vielleicht für die Aasgeier noch übrig bleibt. Das hat die Aktie ein bisschen gepusht, hat so ein bisschen diesen Herzcharakter der Robin Hooder in den USA. Aber schauen wir uns mal die Aktienmärkte an, meine Damen und Herren. Und ich rutsche wieder elegantest zur Seite, damit Sie hier sehen, wo der S&P 500 steht. 3042. Wir sind also ein bisschen höher als die Tiefs, die wir am Freitag gesehen haben, die Charts von Capital.com. Aber wir sind hier eben nach wie vor so ein bisschen im Abwärtstrend. Das muss man konstatieren. Was macht Le DAX? Der hält sich bei 2000, nein, nicht 2000, da muss ich schon noch eine Eins davor machen, 12.250 kann sich also erholen. Aber es ist nach wie vor irgendwo eine unklare Partie hier. Wir sehen Gold, das aktuell bei 1769 weiter dahin vegetiert, relativ wenig verändert, kaum Vola bei Gold. Und wir sehen den Euro-Dollar jetzt dann doch wieder ein bisschen tiefer, nachdem er schon versucht hat, in Richtung 1,13 zu lugen. Und wir sehen abschließend Crude Oil, das zulegen kann auf $39,55. Heute so ein bisschen so ein Montag, wo die Leute so ein bisschen, naja, man hat nicht so richtig Lust, kann man sagen. Die Volumina dürften heute nicht sehr hoch sein, was ich bisher gesehen habe. Aber es ist eben so eine kleine Erleichterungsrallye. Alles nicht so schlimm in Sachen Corona-Krise und insgesamt Stimulus. Da kommt doch diese eine Billionen, so die Hoffnung nochmal durch die US-Politik. Aber übergeordnet jetzt sehr, sehr wichtig, nicht nur die Berichtssaison in den USA, die in der nächsten Woche ins Laufen kommt, sondern das wird vor allem die US-Präsidentschaftswahl, die ihre Schatten schon vorauswirft, und die Märkte werden sich die Frage stellen, wer wird das gewinnen, welche Konsequenzen hat das für uns, und in diesem Sinne wünsche ich einen wunderbaren Feierabend, meine Damen und Herren, und sage Ihnen Servus und Ciao.